Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder, euer Ralf, mit einer weiteren Folge LSBDV. Das Ganze spielen wir wieder live auf Twitch. Schaut mal vorbei, RalfingerTV. Ich habe gerade gesagt, Leute, schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr gegrüßt werden wollt. Grüße gehen raus an Tom, Luca, Mr. Langezahl, Moin, dann noch viel längere Zahl, sei gegrüßt, Hund, Mirko, Fabio, Chica Fred, Itzka05, FJHDVD, Ketel8, Bern Jung, Juti, Daniel Holl, Korgizock natürlich, Grüße gehen raus, bester Mod EU, Apo Lightning und PK Plays. Ich grüße euch alle, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr jetzt das Video schaut auf YouTube, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ich war dabei. So, wir fahren heute mit der Uniform aus Sachsen und Fahrzeugen aus Dresden. Der Livestream-Chat hat sich nicht für den Ford Focus entschieden, den ich persönlich sehr geil finde. Korgis Favorit war der Volvo, den finde ich auch sehr schick. Dann hatten wir noch diesen BMW, aber es ist der Land Rover geworden. Und der Land Rover ist ja im Endeffekt auch ein sehr, sehr geiles Fahrzeug für Gelände. Das heißt, hier sind wir gar nicht so verkehrt. Ich gehe erstmal in den Dienst und wir steigen mal in unser Auto ein. Auf der Beifahrerseite. Innen drin sieht das Auto auch aus wie scheiße. Also von innen wollen wir das Auto nicht sehen. Und wir steigen mal ein und fahren mal los. Sirene ausmachen und let's go. Der ein oder andere mag gemerkt haben, dass sich die Texturen bei mir ein bisschen verbessert haben, also wie die aussehen optisch. Das liegt daran, dass wir eben vor einer Folge die Texturqualität hochgestellt haben. Ich hatte nur immer das Problem bei vielen Fahrzeugen, dass eben die Texturen bei mir verschwunden sind und es war dann nicht so schön. Deswegen bin ich ganz froh, dass es mit hoher Texturqualität funktioniert. So, wir cruisen hier mal ein bisschen. Was haben wir denn hier an der Straßenseite? Ein Dingo. Oh, klang eher wie ein Hund. Keine Ahnung, was das will. Oh, du wurdest nicht gegrüßt. Buzzle7 sei gegrüßt. Entschuldige bitte. Wie konnte ich das denn verpassen? Genau, und die YouTube-Kommentare schreibt eine 2. Ja, ruhig hier. Ruhiges Stöckchen Erde heute. Oh. Okay, da geht's mal richtig ab. Also, Officer needs Backup. Ich bin mal so frei und würde wahrscheinlich mit dem Land Rover gleich wieder die Person einfach nur anfahren. Einer wurde schon überfahren. So, die beiden sind beide flüchtig, ne? Einmal hier die erste Person und dann die zweite Person. Ich versuch den mal den Weg abzuschneiden. Runter auf den Boden, Schätzchen. Runter auf den Boden. Runter. Zack, zack, Hände hoch und auf den Boden. Gott, wie hässlich bist du, ein Tätowier am Arm, ey. Nee, warte mal, das sind seine Arme, oder? Sehr ekelhaft. So, erstmal einsacken den Typen. Dann würde ich den gerne. Komm, mitnehmen, Ralf. Komm, move the pet grab, genau. So, den packen wir gleich mal in mein Auto rein. Und dann versuchen wir gleich mit den anderen Typen auch noch einzusammeln, ey. Komm, steig ein, Bruder. Andere Sirene wurde im Chat gewünscht. Ihr kriegt eine andere Sirene. Kein Problem. Gewünscht. Mein Deutsch ist wieder on point. Hashtag gewünscht. So, laufen die lang über die Gleise. Nein. Ich habe den zweiten noch. Der ist hier irgendwo. Zum Glück haben wir Land Rover. Offroad vom Weizen. Ganz ehrlich, mein Kollege hier, der ist wirklich fit, Mann. Komm, krieg ich. Nicht schießen. Ja, genau. Wow. Runter mit der Waffe. Du, Kollege, ich hab's versucht, Mann. Ich wollte ohne Waffe. Ja? Jetzt schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Du hast auch geschossen. Den haben wir aber echt durchsiebt, ne? Gut. Gewalt im Fernsehen. Das wollen wir natürlich nicht. So, einen haben wir festgenommen. Den anderen mussten wir leider ausschalten. Ich glaube, Wiederbelebungsversuche brauchen wir da auch nicht machen. Mal gucken hier. Erstmal durchsuchen, was er noch mit dabei hat. Ja, ihr kommt aber auch wieder viel zu spät, Jungs. Ja. So, vielleicht hören wir auch Papiere von ihm. Was haben wir gefunden? Ein Lorenz-Sprit. Oh Gott, was für ein mieser Insider. Ein Lorenz-Brittstift.
Oh Gott, das ist echt ein Insider. Ich werde ihn nicht erklären. Die Leute, die wissen, was der Lorenz-Brittstift ist, der eigentlich höchst illegal sein müsste, der müsste rot sein, die wissen es. Könnt ihr mal Hashtag Lorenz in die Kommentare schreiben. Wer es nicht weiß, Pech gehabt, Leute. Das erkläre ich nicht. Das ist ein harter Insider. Eine Tüte voll Chips, ein Eimer mit toten Ratten. Wer hat einen Eimer mit toten? Egal. Und ein Hakenkreuzfahne. Na, das geht nun wirklich nicht, ey. So, dann werde ich mal schauen. Den Typen, Darian Swift. Ich habe auch seine Personalien aufgenommen. Darren Swift wurde auf jeden Fall auch schon ein paar Mal erwischt hier und ist auf Bewährung. Und der Typ, den ich im Auto hin drin habe, der ist erstmal noch ein unbescholtenes Blatt. Ich frage mich, was da gerade los war zwischen den beiden, dass die dann die Schießerei angezettelt haben. Man weiß es nicht. So, ich hole mir den Typen aus meinem Auto raus. So, der Herr, passen Sie mal auf. Sehen Sie, was mit ihm passiert, wenn Sie sich mit der Polizei anlegen? Sehen Sie Ihren Kollegen da unten? Sehen Sie die ganzen Einschusslöcher? Was passiert mit Ihnen, wenn Sie sich nicht gesetzestreu verhalten? Da brauchen Sie jetzt gar nicht Ihre Kulleraugen da rausholen, ja? Sie sind trotzdem verhaftet. Sie waren Teil dieser Aktion und Ihr Kollege ist magic verschwunden. Wo ist denn der Corona? Ah ne, der lebt noch da, ich bin nur blind. Naja, ist ja egal, ich bin im Dienst. Interessiert sowieso keinen. So, dann werde ich sie auch mal kurz durchsuchen, was sie denn so alles am Körper bei sich haben. Es macht mir am meisten Spaß, Leute anzufassen im Dienst. Deswegen mache ich das eigentlich auch nur. So, wenn der jetzt auch einen Prittstift dabei hat, ne? Eine Diskette, eine Wurst und eine Marihuana-Pflanze. Mann, warum, was ist denn eine ganze Marihuana-Pflanze? Stelle ich mir ganz, so einen ganzen Topf vor. Naja, aber egal, gut. Auch illegal, auch scheiße. So. Dann werden wir ihm erstmal hier ein Ticket ausstellen. Sind Drogen hier? Mal schauen. Öffentliche Ordnungswidrigkeit, Parkverstöße. Es könnte schon sein, dass wir. Ups, ich wollte nicht ganz aus dem Menü raus. Dass wir bei einem Drogendelikt schon wirklich von Haftstrafe sprechen, oder? Kann das sein? Und sei gegrüßt, Sockenbro. Das ist ja mal geil, dass du wieder vorbeischaust. Grüße gehen raus, alter Freund. So, Festnahmegründe. Wird wahrscheinlich Drogen auch mit dabei sein, oder? Beamtenbeleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Ah, Autodiebstahl, Schüsse auf Beistehende. Ja, das war schon. Er hat aber nicht geschossen, ne? Aber er hat Widerstand geleistet, definitiv. Er hat uns. Mein Kollegen, ich weiß nicht, da war ich nicht vor Ort. Ob er ihn angegriffen hat, weiß ich nicht. Betäubungsmittel und er hat Besitz von einer Marihuana-Pflanze. Wo haben wir die denn? Es gibt hier gar keinen Marihuana. Willst du mich verarschen? Das steht nicht unter Drogen. Unerlaubte Gegenstände haben wir aber auch nichts. Allgemeine Straftaten, Gewaltverbrechen. Ich muss mir mal, bevor ich hier das nächste Mal so ein Ticket ausstelle, diese ganzen Dinger hier durchsuchen, weil ich immer nicht genau finde, was ich will. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gegenstände, die ich finde, die illegal sind, auch definitiv hier im Bußgeldkatalog drin sind. Aber ist mir erstmal egal. Und ich schreibe noch eine Short Note dazu. Hatte noch eine illegale Pflanze dabei. Das schreibe ich jetzt einfach mal. So. Und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte hat er jetzt auf dem Kerbholz, mein Freund. Ich bin zu faul, den selber irgendwie ins Gefängnis zu bringen. Deswegen dürfte es meine Kollegen machen. Ja, Sockenbro bei mir gerade im Livestream-Chat. Natürlich kenne ich dich. Ich meine, ist ja wohl der beste Name der EU. Wie soll ich den denn vergessen? So, lass ich den jetzt hier einfach stehen in der Wildnis. Ja. Der wird schon klarkommen mit seinem Leben, oder? Was sagt ihr? Ah ja, da vorne ist auch schon. Ah, guck mal, ein Opel kommt da. Wo ist denn die. Wer hat denn jetzt zu mir Hallo gesagt, ne? Alles verwirrt hier. So, der Corona da vorne macht schon seinen Job. Die transportieren die Leichen gerade ab. Wie auch immer, Hauptsache sie machen es. Und das müsste die Kollegin sein, die den an Typen da wegfährt. Ist da jetzt eigentlich jemand dahinter? Ja. Sie rennt da gerade hinter, oder? Ja, genau, da ist sie, alles klar. Gut, hat sie im Griff. Gut. Kommt jetzt ein Zug oder warum bimmelt es hier so? Da war ein Zug. Der ist schon weg, ne? Okay, gut. Lebt die Socke noch, werde ich gerade im Chat gefragt. Ja, die Socken leben noch, die trage ich immer noch. Das sind auch geile Socken. Ja. Wer noch Sockenbro kennt, liebe Leute auf YouTube, schreibt mal Hashtag Sockenbro in die Kommentare. War auch eine wirklich sehr, sehr coole Story damals.
Wie findet ihr eigentlich die Bäume, da ist im Chat hier? Die hat alle Neuland Internet gepflanzt hier. Damit es alles ein bisschen freundlicher aussieht. So, wir bleiben hier mal in der Gegend, würde ich sagen. Ich habe auch eine Frage bekommen, ob es auch Blinker gibt. Es gibt Blinker, ich habe aber die auf keine Hotkeys gelegt. Und Fabio fragt mich gerade im Chat, was ist ELS? Das sind die Lichter hier. Dass es hier alles ein bisschen wilder blinkt. ELS ist dafür da, auch verschiedene Sirenen eben zu haben und verschiedene Leuchtsignale und wie auch immer. So, hier vorne, der Typ scheint mir ein bisschen verdächtig. So, der Herr. Schönen guten Tag. Soweit alles gut bei Ihnen? Sie sehen ein bisschen verstört und verloren aus hier. Alles so hier mit Ihnen okay? LSPD, hold it! So, ich hätte da mal ein paar Fragen an Sie, der Herr. Warum sind Sie denn so unkooperativ? Ich wollte gerade schon mit Ihnen hier ein Gespräch anfangen. So, einmal bitte hier Ihre Personal rübergeben hier. Bitte, ja, das wäre sehr freundlich. Dankeschön. Herr Jackson und McKinney. Sie machen wie irgendwie den Eindruck, als wären Sie hier leicht verloren, Herr McKinney. So, dann schauen wir mal, Herr McKinney, was ist denn bei Ihnen so los? So, Sie dürfen nicht Auto fahren, das ist schade für Sie. Unerlaubte Wartung von Wäschepumpentrocknern in, Gott, der Text zu lang, Wäscherei. Detonieren von Rauchgranaten während einer Tupperparty. Mann, Mann, Mann. Herr McKinley, ganz ehrlich, Sie tun ja Dinge. Herr McKinley, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Und zwar, sagen Sie mal, haben Sie das gesoffen? Nein. Was machen Sie denn hier, Herr McKinley, so? Ich lasse die Eier schaukeln, Homie. Let's go! Ja, fände ich gut. Also, mal im Ernst, sollte man öfters machen. Sollte man jeden Tag einmal auf der Liste haben. Wo kommen Sie denn gerade her, McKinley? Von zu Hause. Und wohin möchten Sie denn? Was ist die schnellste Strecke nach Kleiningen? Oh, da bin ich überfragt. Da müssten Sie mal an der Bushalte gehen oder vielleicht im Internet nachschauen, aber das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wie sieht es denn aus mit Alkohol? Ja, was haben Sie denn oder wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken? Eine Stunde her. Ihnen ist aber schon bewusst, dass Sie keinen Führerschein haben, das heißt, Sie dürfen nicht Auto fahren und wie viel haben Sie denn getrunken, sagen Sie mal, was viel? 2 Dosen Holz. Na gut, das ist ja wie Wasser. Gut, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Kooperation und ja, schönen Tag wünsche ich Ihnen noch, ne? Bleiben Sie sauber. 2 Dosen Holzen, Alter. Kannst du Mineralwasser trinken? Gut. Wir fahren mal weiter. So, da vorne lungert einer an dem Geschäft rum. Ich glaube, den knöpfe ich mir auch mal vor. Ah, komm, wir parken ordnungsgemäß. Für die Polizei ist das ordnungsgemäß. Oh, wisst ihr was? Ich sehe da so einen roten Punkt auf der Karte. Ich frage mich, warum. Was bist du denn für ein Punkt? Gegner. Ah, das werden wir mal kurz in Erfahrung bringen. Was da vorne los ist. Ich meine, normalerweise schaue ich nicht auf die Karte. Aber es interessiert mich jetzt. Oh, es ist ein Hund. Es ist einfach ein Hund. Es ist ein aggressiver Hund. Hundi. Locker bleiben, ne? Ich bin dein Freund und Helfer. Nicht böse sein. Warum ist eigentlich diese Tür offen? Hundi, geht's dir gut? Du machst gar nicht den Eindruck, als wärst du ein Gegner. Hundi? Ach, guck mal hier. Hundi ist ganz lieb. Braver Hundi. Guck mal hier. Mach mal ein Foto mit Hundi zusammen, oder? Oh, guck mal hier. Hundi und ich hier. Ey. Beste Buddies. Näher konnte ich nicht ranzoomen, Leute. Euer neuer Bildschirmhintergrund mit der Riesenzunge. Genau. Zeig uns deine Zunge. Okay, Entschuldigung, ich eskaliere leicht. Ich mag einfach Zungen. Ich stehe auf Hundezungen. Ja gut, das war schön mit dir, Hund. Auch mal eine ganz neue Perspektive hier in GTA. Aber dieser Hund ist nicht gefährlich. Habe ich kein Problem damit. Der darf hier schön weiter sein Grundstück bewachen. Aber ein geiles Selfie, oder? Muss ich schon sagen. Habe ich schon Talent für. So, hier stehen überall so Leute rum, die ich total verdächtig finde. Hier auch der Typ da. Wer steht denn freiwillig auf einem leeren Parkplatz rum, raucht eine und schaut blöd? Wer macht denn sowas? Ich nicht. So, dann schauen wir mal hier. Ach, guck mal, die Halbnackten wieder, ey. Ja, dann nicht mich beleidigen hier, ja? Bitte locker bleiben, die Herren. Habt ihr es gehört, was der gerade gesagt hat? Ich werde gerade im Livestream-Chat gefragt, ob ich einen Zungenfetisch habe. Nicht wirklich, aber ich fand die Perspektive cool. Schönen guten Tag, die Herren. Ihnen geht's aber sonst gut, ne? So ein Hemd oder so wird Ihnen auch nicht schaden, ne? Weil so einen geilen Körper haben Sie auch nicht, ja? So, wir schauen mal hier in den Laden rein, ob alles in Ordnung ist. Guten Tag.
Ich frage mich gerade auch, warum. Oh, Donuts. Sofort abgelenkt. Donuts. ich frage mich, warum ich auch immer hier keine Shopbesitzer habe. Das ist ein bisschen schade, ey. Ich würde gerne mit Shopbesitzern reden, ob bei denen alles okay ist, aber irgendwie sind die immer ausgeflogen. Ja, vielleicht haben sie auch was auf dem Kerbholz, man weiß es nicht. Kannst du mich grüßen? Luan Martinez Cool, sei gegrüßt. Natürlich kann ich dich grüßen. Heute ist voll die Grüße-Folge. Nimmst du gerade SPD-Fahrfolge auf? Richtig, so mache ich das, Mucki. Donuts. Kennt ihr bestimmt, oder? Wisst ganz genau, woher das kommt. Also ich bin zwar die ganze Zeit verfügbar für Einsätze, aber da kommt keiner rein, ne? Ist eine sehr ruhige Gegend heute hier. Wobei, wir haben schon mal einen erschossen. Also so ruhig war das jetzt heute auch nicht. Und einer ist geflüchtet. Hier, unsere Medics, guten Tag. Die haben aber kein Fahrzeug. Warum haben die kein Fahrzeug? Sollen die zum Einsatz laufen oder was? So, da vorne läuft einfach eine Person über die Straße. Gut, ist auch ein ruhiges Viertel hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, da wollen wir mal nicht so sein. Okay, wir haben einen Hit mit einem Fahrzeug, so wie es aussieht. Und zwar Stolen Car. ANPR has spotted a stolen car. Zur Erklärung, ANPR ist ein System, was in den Staaten zum Einsatz kommt, um Fahrzeuge zu überprüfen und Kennzeichen. This vehicle is high performance and has fled before. Shit me, ey. Shit me ist auch geiles Englisch. Huh. Sirene? Ich habe keine Sirene mehr. So. Leute, ich baue eine Antwort. BMW oder Ford Focus? Wer ja schneller? BMW, Ford Focus. Schnell, Chat. Reagieren, reagieren. BMW, ich fahr fort. Alles klar, danke. Das ist ein RS. Der muss. Der muss liefern können. Ja, wir haben ja schon ein bisschen mehr Beschleunigung erwartet. Driften kann auf jeden Fall gut. Aber ich glaube, der kann. Also, Livestream-Chat war sich nicht einig zwischen Ford und BMW. Gut, ich habe auch nur... Oh, so viel zur High-Performance. Bleib mal stehen hier vorne! Alte Sackgesicht hier. Suspect is evading. Ja, er haut ab, ey. War ja klar. Wow, gleich zwei Sachen gleichzeitig gedrückt. Wir holen uns mal... Abbiegen nicht vergessen. Ein Roadblock probieren wir mal. Mal gucken. So, ich bin mal kurz ins Slow-Mo gegangen. Also, wir haben zwei Personen, die flüchten. Die sehen auch beide echt grimmig aus. Hier ist unsere Sperre. Da stehen die Cops, die alle echt scharf drauf sind, denen die Köpfe wegzuballern. Und hier ist ja voll die geile Oldschool-Karre. Okay, weiter geht's. Shit, ich hätte vielleicht vorhin mal bremsen sollen. Und, Nein. Ab, holt's euch, Jungs, holt's euch. Ihr seid alle scharf bewaffnet. Raus. Runter auf den Boden. Taser! Weg, rennt! Taser ihn doch, Ralf! Taser, yes! Schön am Boden bleiben, ja. Was ist denn mit dir los, ey? Hab ich... Wow! Ich taser ihn. Ich hab auch... Ah, okay, ich schieß mit, das Holz, ey. Mann, immer schön Magazine rein in den Typen, ey. Let's go, Alter. Genau so will ich das sehen, Leute, ey. Puh. Anstrengender Einsatz. So. Habe ich erst mein ganzes Magazin. Jungs, ey, warum sind wir denn gerade so eskaliert? Der Typ hat dann einfach eine Waffe rausgeholt, ne? So, mal schnell die Sirene ausmachen. Und, Stop Traffic. Ich habe das versucht, so gewaltfrei wie möglich zu lösen, diesen Einsatz. Also bitte. Ich muss sagen, in meinen Augen war ich sehr, konservativ. So, Alkohol und so hat er am Start. Speak with the subject. Ich rede jetzt mal mit ihm. Dieses Menü kommt übrigens jetzt von dem Callout. Ah, der ist leider tot. Mit dem kann ich nicht mehr reden, aber ich kann mit Anton Malachi reden. Anton, was geht ab? You know, this is a stolen vehicle, right? Was macht ihr da? Also, ihr habt das Fahrzeug geklaut. Was macht ihr da? Er hat nichts falsch gemacht. Es ist just hanging out with my buddy. All this happened. Okay, er stand nur mit seinem Kumpel rum und es ist irgendwie alles passiert. War das wirklich alles? Okay, und dann reden wir mit dem Toten. Gucken, was der Tote so sagt. So, Herr Totemann, was sagen Sie denn zu diesem Einsatz? Okay, nee, ich habe nur Events aufgesammelt. Ich kann leider nicht mehr mit dem reden. So, ich überprüfe nochmal in meinem Polizeicomputer die beiden Personen, die ich hier gerade festgenommen als auch erschossen habe.
Wobei, das waren meine Kollegen, die haben ihn geschossen. Ich war echt cool in dem Einsatz. Ich hab da. Also, ich würde sagen, ich habe da überhaupt nichts falsch gemacht. Da hat gar nichts auf dem Kerbholz, ne, der Typ. Wie gehe ich denn jetzt mit dem ganzen Kram hier um? Die Straßensperre sah auch schon mal besser aus. Ich würde sagen, wir überprüfen nochmal kurz den Leichnam. Der auch. Ja, der hat ein bisschen abbekommen, ne, würde ich sagen. Aber was willst du denn machen bei so einem Einsatz? Ganz ehrlich, der hat es herausgefordert. Der hat die Waffe gezogen und die habe ich gerade eingesammelt. Werde dann gleich mal die Lizenz der Waffe überprüfen bei mir im Fahrzeug. Eine Pistole natürlich, der hat eine Meth-Pfeife dabei. Hotwire-Tools, also um ein Fahrzeug kurz zu schließen, war ja logisch. Das Fahrzeug hat er auch geklaut. Ist zum Beispiel ein guter Indikator, dass er das Fahrzeug auch gestohlen hat. Tabacco und eine Suspicious Taco. Oh, nein. Okay, und ein Geldbeutel. So, du bleibst schon da drüben stehen, ne? Aber weißt du was? Dich lassen wir jetzt einfach mal abholen. Und meine Kollegen sollen sich darum nicht kümmern. Ich drücke immer die falsche Taste hier für den. Oh, ich bin näher dran. So. Let's go. Der ist auch ein bisschen besoffen, aber das ist mir wurscht. So. Wir überprüfen nochmal, ob im Fahrzeug irgendwas Illegales ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die Waffe zu überprüfen, die ich aufgesammelt habe. Den Corona kann ich schon mal rufen, ich habe ihn ja durchsucht. Und das Fahrzeug überprüfen wir auch nochmal. Ob wir denn da irgendwas Illegales dran finden. Holy moly! Ja, okay, also wir haben hier drin auf jeden Fall Hoppala, meine Freunde. Tut mir leid, aber genau in dem Moment, wo ich das Fahrzeug durchsucht habe, ist mir mein GTA abgestürzt. Die Leute aus dem Livestream haben es gesehen, kann ich nichts dafür. Deswegen wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Checkt auch mal mein Discord aus. Werbung jetzt. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. I'm not sure.